Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für nun Freitag, den 20.03.2020 und damit den Märzverfall. Ja, nicht nur den Märzverfall, es ist großer Hexensabbat. Also großer Verfallstag und jetzt stellt sich tatsächlich die Frage, ob unser DAX hier die Kurve bekommt. Wir können uns immer mal gedanklich zurückversetzen. Wir sind in die Woche reingekommen am Freitag und haben gesagt, okay, grundsätzlich kann ich mir vorstellen, dass der DAX sich die Woche fängt und einen Rebound einleitet. Wir sind daraufhin zum Montag extrem schlecht reingestartet, haben uns aber sehr stabil gehalten, haben uns sehr stabil gehalten und sind zur Seite abgeflacht, sind nicht weiter abverkauft, ne? So, sind dann sehr optimistisch sogar hochgekommen, neues Tageshoch und so weiter, nächsten Tag mit Aufwärtsgap rein. Super Ausgangssituation, um einen schönen Rebound einzuleiten. Was kam? 9 Uhr direkt auf die Fresse, volle Hütte nochmal nach unten, Verunsicherung. So, das hat sich dann gezogen, dann haben die Amerikaner ganz schön angefangen zu wackeln, haben neue Tiefs generiert, neue Jahrestiefs. Was hat der DAX gemacht? Kurzes Abwärtsgap und einfach zur Seite. So, jetzt sind wir zum Donnerstag unterwegs gewesen und hier auch nochmal im Grunde genommen einfach nur zur Seite gelaufen. Ne? Der Trigger ist noch nicht mal umgelegt. Der ist noch nicht mal umgelegt, den wir hier gesetzt haben. Das ist einfach noch ein Seitwärtstag eingeschoben. Und da muss ich schon sagen, das sieht ein bisschen nach Bodenbildung einfach auch aus. Also, ne, ist für mich eine deutliche Stabilisierung, die ich hier sehe. Man darf das noch nicht zu früh loben, aber hier ist jetzt ein was passiert, was ich schon wichtig finde und was für mich sehr wichtig ist. Ne? Sie sehen hier unten einen Pfeil. Sie sehen hier unten einen Pfeil und zwar den auf der 8000. Die 8000 haben wir immer wieder gesagt, ist eine wichtige Marke, weil da diese Hochs clustern, diese Hochs aus 2000 und aus 2007, die clustern hier. So, und die wissen, dass das Volumen im DAX ja nicht nur über die Aktien gemacht wird, die im Xetra-Handel gehandelt werden können, sondern dass auch viel Volumen tatsächlich über die Futures realisiert wird und dass die eben seit Ende 2018 schon in der Nacht handeln. Ist es jetzt interessant, vielleicht auch mal dahin zu gucken, wo waren denn die? Und das ist nämlich das, was man gar nicht so mitgekriegt hat. Wir waren unten an der 8000. Wir sind in der Nacht, nachts um 5, 4, 4 Uhr, 5 Uhr sind wir unten an der 8000 gewesen. Wir hatten eine 7 vorne dran im DAX. Zumindest im Future. Ne? Das heißt, der Markt war schon hier unten und hat sich von dort richtig reversiert, richtig hochgekommen. Hier ist sogar ein neues Hoch reingestochen, die 8800. Gut nach oben durchgedrückt, finde ich jetzt erstmal positiv, finde ich gut. Also ich persönlich war ein bisschen enttäuscht, dass diese erste Reaktion nicht über diese 700 rübergekommen ist, ne? Sondern dass er das nicht gehalten hat. Aber er hat sich hier wunderbar auf der 300, auf der 250, das war jetzt hier Unterstützung gewesen, ne? 300, 250, hat er sich eigentlich gut gefangen und jetzt nochmal nach oben gedreht. So, das heißt, unser DAX hat eigentlich eine wunderschöne Vorlage, auch wenn man das jetzt mal mit diesem Tageschart hier über diese Future-Kurse letztendlich, also das, was in der Nacht läuft, wenn man da mal die Tageskerze mit ranguckt, das sieht schon cool aus. Also, das ist auf jeden Fall, das ist keine Eskalation nach unten, die wir gerade sehen, das ist ein Abfedern, das ist ein Empfangen. Sowas dauert auch mehrere Tage, das ist völlig in Ordnung. Aber ich würde schon sagen, alles, was jetzt über diesen Tageshochkurs hinausgeht, wäre jetzt in dem Sinne hier ein Umkehrsignal. Ne? Also, auch wenn man diese Kerze hier, das ist ja eine typische Umkehrkerze, das ist ein Hammer letztendlich auch. Ne? Und ich sage immer, wenn sowas kommt, dann über dem Hoch der Kerze erst rein, nicht gleich nach der Kerze, weil oft das auch nach unten und dann kommt hier noch so eine rote dazwischen und dann ist es schon wieder kein gutes Signal mehr. Aber wenn der Markt jetzt hier über dieses Hoch drüber geht, über die 8,8, müsste man ihm eigentlich erstmal ein bisschen Rebound-Platz geben. So, und wohin das gehen kann, können wir jetzt mal eine Zeiteinheit tiefer gucken, beziehungsweise machen wir noch einen Sprung woanders hin. Wo kamen diese 8000 denn her? Ne, das ist hier 2007 das Hoch, 2000 das Hoch, das ist hier die 8000, 8150. Ne? Das liegt hier alles, 1, 2, 3 sehr markante Hochpunkte, die hier eben zusammenkommen. Und wir waren schon dort. Noch nicht im regulären Handel, aber im Future für mich persönlich wäre das ausreichend. Ich sehe aber auch anhand der Marktreaktion, dass man sich da nicht so ganz einig ist oder auch war. Ne? Weil er hat zu wenig, also er hat, für meinen Geschmack hat er zu wenig geknallt. Der hätte eigentlich an die 9000 fast direkt rangemusst von der 8000 weg. Ne? Also es kann schon sein, dass er da nochmal drauf zurückkommt.
Müssen wir mal gucken, wie er am Freitag reinkommt. Wie gesagt, ich finde den Dow, das sieht mir noch dolle wackelig aus. Im Dow Jones ist halt so diese 18.000, die da noch fehlt halt. Ne? Ich weiß nicht, ob der so viel Eigenantrieb entwickeln kann, um sich da hochzurennen. Der hat zwar hier wunderbar diese Querverbindung geschlagen halt. Ne? Das hier ist wunderbar getroffen. Aber für den ist das halt auch nicht ganz unwesentlich, wenn man sagt, man guckt sich hier das Hoch halt an. Ne? 18.450 hier ist das, glaube ich, im Hoch. Hoch 18.365 ist es. Es riecht momentan auch so ein bisschen wie, als will er es einfach noch sehen halt. Ne? Einmal dran so riecht es momentan. Aber wir gucken mal. Also DAX an sich erstmal gut, ist mir ein bisschen zu schlecht weggekommen. An sich trotzdem Möglichkeiten zur Trendumkehr vorhanden, definitiv. Haben wir die letzten Tage schon gesagt. Es hat aber auch nichts eigentlich jetzt davon abgesprochen. Er hat sich ja relativ gut geschlagen. Und wir nehmen das dann auch noch mit. Also ich würde schon, ich persönlich, ich, also für mich persönlich, ich würde schon sagen, wenn der hier einen Stundenschuss rüberkriegt über die 700, ich gebe ihm den Raum. Ich gebe ihm den Raum bis an die 9000 ran und dann muss man mal gucken, wie ist er so drauf. Kommt er von dort wieder dolle zurück oder nicht? Drückt er sich durch. Er hätte dann eben noch Platz bis 9330, 9300 hier an diese Dings ran, wobei wir die mal rausnehmen, die irritiert. Das ist zu irritierend. Na, hier das Gap ist viel wichtiger. 9600, 9620. Wo ihr trotzdem in diese Volumenzone einmal in die Mitte rein. Das ist so um die 9300, 9400 rum. Das wären jetzt durchaus. Ja, denkbare Ziele, wenn es der DAX eben auch hier oben raus schaffen kann. Ansonsten, wir haben Verfall, großen Verfall. Ich persönlich bin mir nicht ganz so sicher, ob man den DAX auch tief abrechnen lassen muss. Ich habe mal so ein bisschen durchgeguckt. Das Anlegerverhalten im März lässt sich anhand der Optionen wie folgt beschreiben. Warte. 13.000, oh wie geil, hier kaufe ich nochmal Call. Okay, 12.400, richtig krass. Hier kaufe ich nochmal fette Call-Option. Okay, 11.500, langes offenes Gap, jetzt geht er auf jeden Fall zu. Hier kaufe ich nochmal Call. Schluss. So kann man das Verfallstagsdiagramm interpretieren. Also, da geht wirklich draußen vor, dass die alle ihr Pulver viel zu zeitig verschossen haben. Das heißt, wir haben hier unten gar nicht großartig viele Call-Positionen. Das sind relativ kleine Dinger, die hier liegen, die ins Geld ein bisschen laufen zu lassen. Das würde, glaube ich, niemandem wehtun. Aber diese ganzen Puts, diese richtig großen, fetten Positionen mit 30.000 Stück, 23.000 Stück, 20.000, 25.000 Stück, die ja alle auf irgendwelchen Niveaus hier oben liegen, die liegen ja alle noch richtig fett im Geld. Und ich könnte mir vorstellen, dass jeder Punkt nach oben zum Verfall die Stillhalter da entlasten würde. Das heißt, ich hätte schon so in der Vermutung eher, dass wir uns Richtung 13 Uhr vielleicht nochmal künstlich nach oben heben. Einfach um diese Last, diese Zahlungslast, die da jetzt ausgelöst werden muss, zu verringern. Das könnte ich mir vorstellen. Aber Verfallstage sind sehr tückisch und machen nicht immer das, was logisch und richtig wäre. Also von daher, da vielleicht nicht unbedingt was jetzt drauf geben. Und nur ein bisschen im Hinterkopf behalten. Also man muss jetzt nicht da unbedingt long gehen, wenn der jetzt nach unten anzieht, weil der Dow Jones da durchfällt, weil man denkt, der muss ja höher verrechnen. Nee, das nicht. Aber wenn er sich gut schreibt, wenn er sich gut zeigt und gut losstartet, über die 700 vielleicht hinwegklettert. Also ich glaube, ich würde einen Long probieren halt. Ne? Ich würde es probieren, stoppt dann unter die Tiefs und mal gucken, wie weit er kommt halt. Ne? Wenn er nicht kommt, dann ist es halt so. Ne? Ohne Risiko keine Chance. Aber für mich ist es sehr wichtig gewesen, dass wir die 8000 jetzt gesehen haben. Zumindest auf dem Future. Ansonsten gibt es noch eine schöne, gute Neuigkeit, außer dass der DAX sich hier stabilisiert. Das Labor, was meine Schwester untersucht hat, hat sich nochmal gemeldet. Höflichst um Entschuldigung gebeten. Es ist ein technischer Fehler unterlaufen. Sie haben die Probe noch weitere Male getestet und der Corona-Verdacht ist weg. Also es ist negativ. Alle Ergebnisse sind dann negativ gewesen. Das heißt, es war einfach nur ein Fehler im Testlabor, weswegen es bei uns jetzt hier die ganze Familie außer Kraft gesetzt hat. Bei meinem Vater die ganze Firma zu gewesen gleich. Es ist Wahnsinn, Wahnsinn. Aber das zumindest, also alle, die hier gute Glückwünsche und Daumen gedrückt haben, es hat geholfen. Es hat geholfen. Meine Schwester hat kein Corona, sie hat einfach nur irgendeine Grippe. Und
Demzufolge mein Opa jetzt auch nicht ganz so gefährdet. Ja, mehr kann ich Ihnen jetzt gar nicht sagen. Also, das sind so die Sachen. Man kann, ja, die 8000 kann nochmal im regulären Handel abgebildet werden. Das darf man nicht ausschließen. Sollte der Markt sich hier nach unten drücken, der Long Trigger ist halt auch tatsächlich nur als Long Trigger zu verstehen, wenn wir da drüber gehen. Ansonsten läuft er nach unten zurück. Ja, mein Gott, dann halt noch eine Runde im Aqua Blaster hier. Einmal nochmal, wer geht noch? Wer will? Nee, wer will noch? Wer kann noch? Einer geht noch rein. Kann er sich auch nochmal ein Tief gönnen? Es würde zum Dow Jones ein bisschen passen, dass der da seine 18.300 noch abholt. Aber mal so rein auf den DAX geguckt. Ich fand letzte Woche schon genügsam. Er hat die Woche nicht viel weiter eskaliert, eher stabilisiert. Ich glaube, das kann man ihm auch mal lobend auf einem. Also ich kann mir vorstellen, dass wirklich zum Freitag da Marktteilnehmer mutiger jetzt auch mal eine Position kaufen, weil er sich so gut gehalten hat und weil er eben nicht weiter eskaliert ist. Na, also ich kann es mir vorstellen. Deswegen. Das ist ein bisschen, da schlägt ein bisschen meine Fantasie für. Ansonsten alles, was tiefer geht, ja, im Zweifel nochmal bis 8000 Platz lassen und sogar die 7500 wäre dann. Also, wenn er jetzt zum Freitag die 8000 macht, sehen wir wahrscheinlich zum Montag die 7500 und von dort dann die nächste stärkere Gegenbewegung. Gut, dann soll es das soweit von meiner Seite sein. Dann mache ich das Video hier zu. Wünsche Ihnen viel Erfolg zum Freitag. Überlegen Sie sich, ob Sie was machen müssen. Denken Sie dran, zum Freitag verlieren viele. Viele Trader gerne mal ihre Wochengewinne. Überlegen Sie sich, ob Sie dazugehören. Es ist auch manchmal ganz hilfreich zu überlegen, den Gewinn, den man hat, tut einem das mehr weh, wenn man den verliert, als wenn man weiteren Gewinn auslässt. Ne, einfach mal überlegen und dann für das geringere Übel entscheiden. Meist ist das dann auch die richtige Wahl. Ne, in dem Sinne, wo man sagt, okay, wenn ich jetzt Entscheidung A treffe, ich mache nichts oder ich löse was aus, oder Entscheidung B, ich mache weiter und ich halte. Wie viel Vorteil habe ich von der einen und wie viel Nachteil habe ich von der anderen Variante? Und es ist häufig so, dass dann einfach mal mitnehmen auch nicht das Verkehrteste ist halt, ne? Also gerade wenn man gute Wochengewinne hatte über die Woche, die Freitage laufen einfach immer anders wie die Woche. Das ist so. Die haben immer eine andere Struktur und Bewegung. Und deswegen kriegen häufig die, die in der Woche gut gehandelt haben, am Freitag nochmal richtig auf die Finger. Okay, also mehr kann ich Ihnen nicht mitgeben zum Freitag. Machen Sie was draus. Viel Erfolg, maximale Gewinne und schlachten Sie sich hier schön ein paar Punkte raus. Momentan bezahlen es alle anderen. EZB, Fed, keine Ahnung, wer hier alles in den Markt reinballert. Kohle. Bin mal gespannt, wann die ersten Konjunkturprogramme anlaufen. Ja, ich warte ja persönlich auf so eine kleine Abwrackprämie oder sowas. Das fände ich ganz cool. Könnte mir auch mal ein neues Auto gönnen. Und ja, schauen wir mal. Also, ich bin gespannt, was da noch kommt. Aber wenn der Staat, die Notenbanken das Geld dann reinschlagen, ja, dann brauchen Sie sich nicht schlecht dabei fühlen, wenn Sie sich davon was abzwacken. Gut, dann. Schönes Wochenende schon mal. Ciao.